Ich begrüße euch zur Plauderstunde heute über Altenheime. Ja, wenn man ein gewisses Alter hat, seine eigenen Eltern ins Altenheim bringt, dann beginnt die Zeit. Die Zeit gegen einzulaufen. Was man da täglich sieht im Altenheim, kann man jetzt böse werden, mitleidig oder sagen, das ist halt. Aber ein Altenheim zu führen, wo Menschen nur Ware sind, wo Menschen dahin siechen, wo Menschen kaum was zu essen bekommen, damit sie endlich gehen, ist schon hart, als Angehöriger das mitzuerleben. Wir Angehörigen halten meist den Mund aus Scham oder weil man den Bewohnern nicht schaden möchte. Aber wenn man das sieht, und ich sehe es täglich, Fehlmeldungen. Einige haben ja gemerkt oder hatten mein Posting bei Facebook erlebt. Dabei bekam ich eine Fehlmeldung. Meine Mutter würde im Sterben liegen und ich rausch dann dahin und naja, sie ist immer noch da und ist halt schwach, weil man ihr nicht richtig zu essen gibt. Ein Krankenhaus hat Mist gebaut und wie das so ist in Krankenhäusern, sogar die Angestellten im Heim sagten, dass sie gewohnt sind, dass Ältere desolat kommen. Aber so desolat wie meine Mutter hatten sie auch noch nicht erlebt. Es lohnt sich nicht, dieses zu veröffentlichen. Es lohnt sich nicht, jetzt einen Menschen zu zeigen, der dahin sieht, weil die Angestellten überhaupt keine Zeit haben. Als Angehöriger, als Sohn selbst, hat man vieles schon gemacht, aber man kann ja nicht 24 Stunden jetzt selbst opfern, damit eine 89-Jährige da wieder genießt. Sie soll ja natürlich genesen. Sie soll natürlich auf eine gute Art etwas älter werden. Sie hat keine Schmerzen, sie hat ja nichts. Aber sie hat also abgemagert, weil man halt falsch diagnostiziert hat und weil die Krankenhäuser nur auf Geld aus sind. Deswegen sage ich noch einmal, wir alle sind Ware. Das Altenheim als solch Modell, was wir haben, die Krankenhäuser als solch Modell, also egal was, alles nach der EU ist und bleibt schrecklich. Muss ich einfach mal sagen, aber ich muss mal eben kurz unterbrechen. Auffällig ist, dass, wie gesagt, wir alle nur noch Ware sind, dass es, wie gesagt, nur noch um Effizienz geht und so weiter und so fort, dass Menschen nicht mehr genügend eingestellt werden, weil die angeblich zu teuer sind. Angeblich ist immer alles zu teuer. Viele haben also bei Facebook auch schon gemerkt, Waffen und andere Sachen, dafür ist Geld da, für Einreisende ist Geld da. 400 Millionen, damit die Leute jetzt Deutsch sprechen oder Kurse besuchen. Also es wird viel Geld rausgehauen. Frau Hannelore Kraft hat 10,4 Milliarden in NRW rausgehauen für nichts und wieder nichts und der Bürger muss zusehen, wo er landet. Wir Bürger sind schuld, jeder Einzelne von uns ist schuld, nicht Frau Merkel oder was weiß ich. Es geht in den Vereinen CDU, das sind Vereine, ja, das sind also keine Behörden oder so. Ja, das sind Vereine, die sich zusammengelegt haben als politischer Verein, irgendwas zu bewegen. Die Frage lautet nur was. Erstens bewegen die sich selber, zweitens nur für sich und drittens überhaupt denken die erstmal an ihr Klientel. Warum wir alles nicht ändern in der heutigen Zeit, wo wir eine wunderschöne Elektronik haben, wo wir wirklich kommunizieren könnten und auch auf Missstände hinweisen, werden wir eingenebelt. Unsere Jugendlichen werden eingenebelt, wir selber werden eingenebelt, wir werden, ja? So, Giftgasanschlag in Syrien wird uns gezeigt. Ja, was soll man da helfen, bitteschön? So, ne? Die großen Herrschaften müssen den Krieg beenden, nicht wir. Ja? Und alles. Ja? Wir haben uns da Leute herangezogen, die nicht gut sind für uns. Sie sind nicht gut für uns. Diese Politiker sind nicht gut für uns. Sie sind nur gut für sich selbst. Sie haben kein Interesse an uns. Sie haben kein Interesse, uns zu helfen. Sie haben überhaupt kein Interesse, irgendwie, dass die Gesellschaft funktioniert. Sie wollen nur aus dieser Funktionalität das Geld herausziehen für ihre Funktionalität, für ihre Klientel. So, wir wissen das alles. Wir wissen das alles. Wir wissen, dass es einfach nicht richtig läuft. Wir haben ein schräges System mit den Renten. Ja? Da werden die Leute abgezockt. Also, Ware. Wir sind Ware, die den Großteil, also auf eine Art sind wir im Mittelalter. Ja? Es fehlen nur noch die Reiter,
die eintreiben, alles zerstören und so weiter und so fort. Human ist es nicht, was da so abgeht. Ja? Die Richter machen, was sie wollen, ja? Die Politiker machen, was sie wollen, die Ärzte machen, was sie wollen. Also das sind schon mal drei Komponenten, die an sich für Schutz da sein sollten. Den sogenannten Staatsrechtsschutz. Aber dieser Staatsrechtsschutz wird ja sowas von aufgeweicht. Ja, wenn man mit Frau Hannelore Kraft spricht, dann schüttelt man den Kopf. Und wenn man mit Frau Merkel spricht, die sagt knallhart, nee, wir sind EU-Bürger und wir müssen uns jetzt in die EU integrieren. Ja, wir sind also selber Ausländer, die sich jetzt in die EU einschmeicheln müssen, sich einarbeiten müssen, darin verformt werden müssen, um daraus eine stabile EU zu machen. Ja, wo das hinführen soll, weiß keiner. Also, die Medien können einem nicht helfen, das sind keine Lügenpresse oder so, sondern sie versuchen es. Ja. Die Anstalt hat es ja auch versucht, den Rentnern klarzumachen, wie sie mit ihrer Rente umgehen sollen. Ob so manch einer das jetzt umsetzt, ist die Frage. Wenn so einer Kabarettist die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit in die Kamera spricht, hört da gar keiner hin, will auch keiner hinhören. Das Interesse ist irgendwie abhanden gekommen. Also wie gesagt, Ärzte nehmen uns auseinander, Altenheime, da möchte ich überhaupt nicht rein, das ist ja wirklich schlimm, sehr schlimm. Und dann wird immer wisst ihr, das System ist kaputt. Ich habe keinen Bock mehr über das System zu sprechen, das ist einfach Fratze. Und wenn Kabarettisten, wie die alle heißen, damit gutes Geld verdienen sollen, ist ihnen gegönnt, aber der Bürger als Ware versteht sich selber nicht, dass er Ware ist. Weil wer will schon wissen, dass er Ware ist? Ja? Man denkt, man ist ein Mensch. Nee, eben nicht. Die Zeit ist vorbei. Ja? Also, die ist gnadenlos vorbei. Wir sind Ware und wir werden verkauft. So sieht's aus. Ach, ich sag dazu nichts mehr. So, heute waren etliche alte Leute da, die sich richtig echauffierten, sich richtig aufregten wegen DVB-T 2. Also so manch einer hat mit DVB-T 2 richtig Ärger. Richtig Ärger. Und finde das gar nicht so super toll. Die Ansagen sind auch unterschiedlich, weil viele haben merkwürdige Sender. Irgendwann läuft dann da schief. Oder die Geräte sind defekt, bekommen keine Auskunft. Freenet ist angeblich am Überlegen, ein Abo einzurichten aufs Gerät. Man gibt dann einmal die Gerätenummer ein. Und dann soll man monatlich oder jährlich zahlen. Ja, SAT Astra, also die Firma Astra, die SAT nun mal verbreitet, die sind natürlich auch dagegen und machen fette Werbung. Auch ich muss mal schauen, was mein Telekom-Anbieter da Neues hat, weil die Telekom will ja was Neues machen mit ihrer Magenta. Mal schauen, also es gibt ja Kabelkunden, also ältere, wirklich ältere Leute, die sich nicht so gut auskennen, haben mit DVB-T 2 echte Probleme, echte Schwierigkeiten, sind natürlich sauer. Gut, dann sagen einige, gut, dann mache ich was anderes, Fernsehen muss nicht sein, aber der Verdruss ist also schon zu spüren, die Leute sind nicht so zufrieden, mit DVB-T 2 überhaupt gefragt zu werden. Viele sagen ja auch, dann Wahljahr. Ist es richtig, die SPD hat da durchgewunken, die haben kein Problem damit, die SPD hat ja mit gar nichts Problem. Auch wenn man Facebook rauf und runter geht und wenn der WDR berichtet über die große Schere, die Schere ist schon riesig, wenn man bedenkt, dass 10%, 70% vom Volksvermögen schon haben und die restlichen 30% versucht der Rest von 90% Bürgerschaft irgendwie. Davon muss man also mindestens 3-6% noch rausfiltern für die SGB, die, also sagen wir mal nochmal 10%. 10% muss man auch nochmal wegnehmen, also für die Sozialen und Schwachen und für die Eingereisten und so weiter. Dann bleiben für den normalen Bürger 20% nur über. So, und die Ämter und die Gerichte und wie sie sich alle schimpfen, vor allen Dingen die Bundesanstalten, ja, für Recht und Ordnung und was weiß ich nicht alles und die Justiz und so weiter, die hauen da Beträge rein, ja, wenn du 5 Minuten zu spät, sollst du 2.500 Euro Geldstrafe zahlen. Es geht also nur noch, auch die Maut haben sich heute hier einige drüber echauffiert, einige aufgeregt, das mit der Maut, ja. Es gibt hier Autofahrer, so wie ich selber,
ich zahle im Jahr 60 Euro Steuern. 60 Euro Steuern zahle ich im Jahr. Und eine junge Dame, eine ältere Dame, sagte auch, ich fahre auch ein 20 Jahre altes Auto und ich zahle auch nur 60 Euro Steuern. Wenn wir doch eine Pauschale von 130 Euro im Jahr zahlen sollen, wie ist denn dann das mit der Differenz, wenn man doch jetzt nur 60 Euro Steuern zahlt fürs Auto? Weil man braucht kein Wahnsinnsauto mehr, man braucht keinen Überflieger als normaler. Also ich nicht, ich muss nur einkaufen, ich muss hin und wieder zur kranken Mutter ins Altenheim und dann war es das auch schon. Oder im Sommer mal eben kurz ans Wasser fahren, ein Eis genießen am Wasser, den Schiffen zuschauen und dann wieder gemütlich nach Hause aufs Sofa und dann, wie gesagt, Fernsehen gucken. Ja, zum Beispiel. Hallöchen! Hallo! Hallo! Hi! Da wir ja auch Spaßbilder machen und andere Bilder, ne? Bilder aller Art, ist klar, war heute vieles wieder da. Es hat heute wieder viel Spaß gemacht. Jetzt bricht mir das noch. So, ja, da wir ja viele Bilder machen, Spaßbilder, Family-Bilder, Bilder aller Art, Filme aller Art, war heute natürlich wieder viel, viel, viel los. Kinder waren heute da, geht ja wieder auf die Osterzeit zu. Österliche Sachen, spaßige Sachen, auch erotische Sachen. Ja, bei der Erotik ist halt immer so eine Sache, da muss man sich mal beruhigen, weil ist halt so. An sich machen wir erotische Fotos nur am Wochenende und nicht so mal eben zwischendurch. Aber es gibt nochmal ein Gewerbe, die halt anbieten, Erotik und so weiter, und die erotische Branche, auch die Dirty Hobby Branche, da braucht hin und wieder Film und Foto, wenn er versteht, was ich meine. Werde ich jetzt aber auch nicht hier irgendwie zeigen. Ich zeige da irgendwas anderes, aber nicht das. Ja, es ist viel los. Ostern kommt, ja, alles Mögliche, und April scheint durch das Wetter bedingt einige sehr müde. Wie gesagt, ältere Leute, sehr alte Leute sind natürlich stinksauer über DVB-T und da funktioniert nicht alles und so weiter. Einige sind auch total durcheinander gekommen, die haben tolles Fernsehen, kaufen sich DVB-T, weil sie da gar nicht wussten, dass sie das gar nicht brauchen, weil DVB-T2 braucht überhaupt keiner, der zum Beispiel Astra Digital hat, der also eine Schüssel hat, eine Satellitanlage, oder der IPTV hat von Telekom oder Kabelnetz Unity Media, da, hallo, da braucht man da keinen DVB-T2 und so. Wie gesagt, es ist sehr viel Redebedarf, sehr viel Aufklärungsbedarf und auch in der Szene, also in der Schauspielszene und so, viele sagen auch, an sich braucht man das gar nicht, man macht da jemand rein. Ich meine, also bald haben wir alle kein Geld mehr, ja, die Maut kommt, haben wir ja vorhin, also heute waren wirklich viele, viele Themen, die, wegen der Maut, das sehr viel kostet, wenn man nur ein Auto hat, was nur 60 Euro im Jahr kostet oder 90 Euro. Hi. Die lustigsten Kunden sind natürlich die angeheiterten Kunden, ne, die so nach Schnappes riechen, gerade frisch aus der Kneipe kommen. Ja, also wie gesagt, so ein Hauch von 46, Adenauer Kind, 50, 60 Jahre, da war das ja also ein bisschen üblich. Das Ganze mit Mützchen, dicke Zigarre oder Zigarette, alles klar, Kumpel. Also wie gesagt, die Angeheiterten machen auch Spaß. Also es ist Mittwoch gewesen, ich freue mich heute in einer Woche wirklich. Ich freue mich auf Ostern. Weil ich bin ja nun mal auch ein Fan von Facebook, aber von Star Wars. Ich bin nur im Facebook gerade drin und klicke natürlich wieder an hier. Ja, was soll man so erzählen? Wie gesagt, die Plauderstunde macht hin und wieder richtig Spaß, wenn richtig tolle Leute reinkommen, wenn die hier ihre Sachen machen, wenn wir hier so halb philosophisch zugange sind, wenn wir dann, wie gesagt, über die ganzen Politiker, wenn da gesprochen wird und wie gesagt, wenn dann so halb angedrungene da ne, dazwischen sind, ich mache jetzt mal einen Kopi, ne, warum sieht das so aus, ne, ist klar. Ja, aber wie gesagt, macht schon was. So, heute Abend Hubert und Staller, Mittwochs, mal schauen, wie lange die Staffel da läuft und wann man die Staffel 6 dann auf Blu-ray etc. kaufen kann. Ja, oder DVD, ist egal. Ja, alle 5 Staffeln sind ja schon gekauft, liegen also vorrätig. 6. kommt halt mittwochs. BR, also Bayerischer Rundfunk, sendet sonntags, Quatsch, auch hin und wieder, aber meist freitags.
eine Sendung, danach kommt noch München 7. Das ist auch eine urige Sendung. Wenn wir jetzt gerade bei den urigen Sendungen sind, an sich Rosenheim Cops könnten sie auch ein bisschen ruhig, uriger in den Dialogen packen, da auch so Witzigkeiten oder so oder Spitzfindigkeiten wäre gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja, das war es an sich von meiner Seite. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit euch zu arbeiten und euch zu erleben. Wie gesagt, auch das Gewerbe, wenn die Damen da gewisse Sachen brauchen, wird das also gemacht. Und ja, sind ja viele hier. Die Kirche hat jetzt für Ostern vorbereitet. Ja, wie gesagt, ne? Verraten darf ich halt nichts, aber ich kann euch nur sagen, hier ist vieles los, hier wird vieles gemacht. Viele kommen auch wieder wegen dem Ambiente, wegen dem Spaßigen, weil denen auch geholfen wird und man den Leuten auch wirklich hilft. Also heute war sehr, sehr viel los in der PC-Welt. Also heute waren die alle ausgebucht, von heute Morgen bis gerade. So eben, wo ich unterbrechen musste, gut, da war leicht angereichert, aber ein bisschen Urteil sind wir ein bisschen mehr drauf. Ne? Aber egal, da macht es also wie gesagt viel Spaß. An alle Facebook-Freunde, schade, dass ihr so weit, weit, weit weg wohnt. Ich kann da auch nicht mal eben so vorbeikommen. Einige sieht man ja hier, wenn die sich so ablichten, die sehen ja klasse aus oder zeigen sich klasse. Viele Autoren hier, die ihre Bücher vermarkten. Wir vermarkten ja auch für einige Autoren die Bücher. Ne? Ja. Hallo, grüße Matze. Ja, Matze ist gut, ja, um die Uhrzeit. Ein bisschen im Stress, ja. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hallöchen. Ja, Star Wars. Star Wars ist für Disney ein gutes Geschäft. Aber Star Wars wird ja ein bisschen verändert. Viele haben es gemerkt, viele haben es noch nicht gemerkt. Nun, Star Wars könnte viel schöner sein, Star Wars könnte viel besser sein, ja, wenn man es wollte. Aber die Strategen, die dafür den Kopf hinhalten, die Strategen, die sich das täglich ausdenken, wir fragen uns langsam, wo war eigentlich Rebels, ne? Teil 3, also Episode 3, also so richtig gesehen, nö, darüber gesprochen wurde auch nicht. Rebels, Teil 3. Beziehungsweise Staffel 3, Rebels 1 und 2 konnte man kaufen. 3 ist weder in irgendeinem Zusatzprogramm gesendet worden, bei Disney abends auch geguckt. Grüße. Schönen guten Morgen. Derweil die Kunden bedient, die auch wiederum. Also wir bleiben jetzt bei Star Wars. Star Wars ist so ein bisschen am Abdümpeln. Bei Star Trek wird auch ein bisschen verulkt, also die Ulke, also das Ulkige ist also mehr im Kommen, also ist nicht so, dass man sagen könnte, so wie bei den Marvels oder so, oder bei anderen Filmen, wo der Film im Vordergrund steht, dass dieser Film auch seine Anhänger hat, seine Fangemeinschaft hat. Gut, die Fangemeinschaft gibt es, wird es auch immer geben, aber nicht mehr so der Hype wie früher. Nicht jeder ist an Star Wars angetan, nicht mehr jeder ist hinter Star Wars her, nicht jeder identifiziert sich mehr mit Star Wars. Gut, wie gesagt, wenn Star Wars jetzt so wäre wie in den Games, wenn die richtig animiert würden, manche sind ja 13 Minuten schon animiert, 15 Minuten animiert, aber vom Feinsten. Und wenn daraus ein richtiger Film würde, würden auch viele reingehen. Doch, die Nachfrage ist riesig. Auch die Figuren wären andere, wenn man diese Bandai-Figuren bekommen könnte aus diesen gewissen Games, wäre doch, also wenn die wunderbar hergestellt würden, könnte vielleicht Star Wars auch in dem Bereich, also im Merchandising-Bereich ist Star Wars ein bisschen abgedümpelt. Die Figuren-Nachfrage und alles, was mit Star Wars drumherum, ist halt nur im Bereich der Kinder. Ab 2, 4 bis 9 bis 10 haben wir hier die Eltern, die sich irgendwas ausleihen, damit der Kindergeburtstag dementsprechend aussieht. Sie bringen das dann wieder, ob das die großen 1:1 Figuren sind oder diverse kleine Figuren, die sie dann sich ausleihen, damit die Fete so ein bisschen nach Star Wars oder sie versuchen halt günstig Cosplayer zu bekommen, die vorbeikommen
und den Kindergeburtstag ein bisschen aufpeppen, ein Darth Vader oder so, oder ein Vater schlüpft hier in irgend so eine Sache rein, in ein Kostüm und spielt dann für Stunden für seinen Sohn ab 4 aufwärts den Darth Vader, Kylo Ren mittlerweile auch. Bei den Jüngeren ist Kylo Ren angekommen, bei den Älteren ist Kylo Ren nicht so angekommen. Die Jugendlichen zwischen 4 und 9 können sich mit Kylo Ren gut identifizieren. Und natürlich das Maul. Aber jetzt muss ich wieder zum Kunden. Schön, gut. Ja. Als Händler für Figuren allen Arten, allen Sparten, kann ich nur sagen, dass mit Figuren nur allein keine Umsätze mehr getätigt werden können. Nicht nur, dass viele mit anbieten. Hier nebenan zum Beispiel, 3 Häuser weiter, ist ein Eisenbahngeschäft. Märklin und wie sie alle heißen, Lima und so weiter, LEG. Also die verkaufen nur Eisenbahn. Und das Geschäft geht auch nur wegen Internet. Das heißt also, sie können die Eisenbahn noch vertreten. Und die Eisenbahn, wie gesagt, wird dort auch noch gekauft. Also die Zuteile und so, auch Revell haben sie im Angebot. Deswegen habe ich das natürlich jetzt hier nicht. Ich wollte jetzt hier keine Konkurrenz aufmachen, nur weil 3 Häuser weiter ein 100-jähriger Betrieb. Unser Betrieb besteht seit 60 Jahren. Dieser Betrieb dort aus schon 100 Jahren. Ich bin auch die 4. Generation. Dort ist auch die 4. Generation, die das betreiben. Aber die 3. Generation ist also dort im Geschäft noch mit drin. Bei mir ist die 3. Generation leider schon verstorben. Und die 5. Generation hat kein Interesse daran. Und darum geht es. Die 5. Generation nach 40 Jahren Star Wars ist auch nicht mehr. Also nicht jeder 2-Jährige, nicht jeder 5-Jährige oder jeder 10-Jährige ist da hinter Star Wars her. Gut, es ist alles ein bisschen Kommerz geworden. Fußball spielen aus Spaß ist ja so gut auch wie gar nicht mehr zu erleben. Da geht es in den Clubs auch schon um richtiges Geld. Und die Jugendlichen möchten halt auch Geld verdienen in dem Moment, wo sie Sportler werden. Ja, also der Zielgedanke ist halt nicht mehr sammeln, einfach nur aus Spaß, aus Freude. Viele haben den Ziel als Gedanken, daraus viel Geld zu machen, es wegzuschließen und dann in einem gewissen Kreis zu arbeiten. Ne? Grüße, Hallöche, lange nicht mehr gesehen. Hallo, Kriegen. So, es geht weiter mit Star Wars. So, wer will denn im Krieg leben? Krieg der Sterne ist Krieg. Es ist Krieg, es herrscht Krieg. Und Schmuggler und so weiter. Ich meine, wenn es das alles gäbe, wenn es solche Fahrzeuge gäbe, wenn es solche Mythen gäbe, wenn es so eine Macht gäbe, dann wäre das Leben vielleicht auf irgendeine Art okay. Aber es gibt es ja alles nicht. Es gibt die Macht nicht, es gibt noch niemals ein richtiges Laserschwert. Es gibt das Ganze nicht. Es ist mythisch, das ist filmisch und geklaut aus allen Filmen heraus. Buck Rogers, Flash Gordon und Ben Hur und was weiß ich. Jedenfalls aus allen Sparten ist Star Wars zusammengekleistert worden zu einer neuartigen, machtvollen Geschichte des Krieges im All. Und es ist ja auch eine Menge schon verstorben und wie die verstorben sind, okay, wenn die auf irgendeine Art wieder zurückgeholt werden, so wie Darth Vader, Anakin Skywalker, der da fast total verbrannt da in einer vulkanischen Umgebung dennoch zum Leben erweckt und zum Leben erhalten und zu einem Monster geworden, der auch die Macht beherrscht, diese einzusetzen, denn den kleinen Yoda, der da philosophisch unterwegs ist, über 900 Jahre seines Lebens da in den Kriegen verwoben. Dann die Klonkrieger, die da gemacht und hergestellt und so weiter. Dann die Mechdroiden, die da hergestellt und ihr Unwesen, Wesen treiben. Und die gesamten Geschichten, die dazu erdacht wurden, kommt natürlich so etwas, was ich jetzt hier gezeigt habe. Irgendwie wäre das animationsmäßig ja, ansprechender. Also wie gesagt, ich vermisse Rebels 3, davon habe ich nichts gehört, ich habe wirklich alles geforscht, 1 und 2 habe ich wunderbar mitbekommen, hat man mir auch wunderbar gezeigt und ich konnte es abrufen, aber Rebels 3, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Umsätze da nicht so gut waren, dass die das irgendwie wieder eingestellt haben oder halt die Umsatzanforderungen waren zu hoch, dass sie nicht gezeigt wurden, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. So, ich spreche heute mal so als Händler.
der an sich mit Figuren Handel treibt und selber nicht sammelt. Ab einem gewissen Alter ist das Sammeln weg. Irgendwie kommt der reale Druss, Verdruss. Doch, wenn man so hört, was so abgeht, mehrsprachig alles, ja, alles dreht sich nur noch ums Geld und so weiter. Man kann zum Beispiel ein Superflat, ja, ein Superflat, so hauchdünn wie Papier von LG zum Beispiel, in einer wunderschönen Größe an die Wand, als Bild, ja, und $10,000, nur ein Wert ist schon 10.000, 20.000, 100.000. Also das Fernsehen, sobald man das Fernsehen anmacht, wie auch Star Wars, ist natürlich in einer Region, wo man kaum zu Hause ist. Wer möchte schon im Staub leben, wie andere? Ja? Wer möchte nicht ein Jedi sein? Sieht man doch. Ein Jedi, ein Sith, ein Lord, eine Macht. Boah. Jeder irgendwie ein Fan, also die gesamten Fans, wollen, wie gesagt, immer nur das ganz, ganz Große. Die große Macht und das große Imperium. Aber keiner ist bereit, den kleinen Minibauer da. Außer die kleine Schrotthändlerin. Ja, da hat man dann die Rey. Rey war eine Schrotthändlerin. Rey hat im untersten Klientel gearbeitet. War für sich zurückgezogen. So, jetzt muss ich wieder... Ach, Hallöchen! So, das reale Leben ist ein bisschen heftiger wie Star Wars. Aber trotzdem, wir bleiben bei Star Wars und wir ziehen das jetzt durch wegen der Convention Orlando und mal schauen, was die uns zeigen. Wie gesagt, hier ist, wie gesagt, eine Star Wars freie Zone. Star Wars, die haben alle andere Probleme, reale Probleme. Wie gesagt, bei Dörbe zum Beispiel gibt es kein Fernsehen mehr. Also die Leute, die da sitzen, kriegen jetzt keine Unterhaltung mehr, weil DVB-T abgestellt. So, Dörbe sieht nicht ein, jetzt DVB-T2 zu installieren. Wenn sie es täten, würde natürlich alles sündhaft teuer. Alles um 10 Cent teurer. Ob der Bürger das so gut finden würde, glaub kaum. Da sagt der Bürger lieber, komm, mach den Fernseher aus und gib mir lieber den Kaffee, so wie er immer ist. Für 2,30 und nicht für 2,50. Ne? Ja, und so ist bei Star Wars genauso. Die Figuren explodieren natürlich, aber nur für Sammler. Für waschechte Sammler ist Star Wars natürlich immer noch der Hype. Aber für normale Bürger, für normale Eltern, die normale Kinder haben, die da hin und wieder bedingt durch, deswegen wurde auch Lego angegriffen, weil Lego ja durch seine Arbeit da und Walt Disney auch, wie die das da so jonglieren, ab 2, 4 diese Jugendlichen da trimmen auf Star Wars, aber das ist nicht das richtige Star Wars. Lego ist nicht Star Wars. Lego und auch die anderen Animationsfilmchen da sind zwar witzig, niedlich. Jetzt gibt es ja hier von Lego die neue Ordnung und auch Kylo Ren und alles. Wer bei Disney schon mal reingeschaut hat, diese ganzen Lego-Filmchen sind ja auch wunderbar animiert. So, wenn man die Lego-Figuren wunderbar animiert, bis ins kleinste Glied animiert und darstellt, dann könnte man natürlich auch für uns Erwachsene diesbezüglich andere Figuren animieren. So sehe ich das jetzt. Für die Älteren ab 40 aufwärts oder die schon seit 40 Jahren involviert sind in Star Wars. Sie würden sich sicherlich freuen, wenn Star Wars für Erwachsene geben würde, wo der Monolog, Dialog, Prolog auch, wie gesagt, für Erwachsene und die Story für Erwachsene wäre. Das geht. Also wenn man Lego-Steine so animieren kann zu einer Wahnsinnsserie für Jugendliche ab 2, 4 aufwärts, könnte man auch eine Animationsserie vom Feinsten uns kreieren, wie es hier seitlich läuft, die dann halt in den Games zu sehen sind, die Zwischenparts, die könnte man uns also dann auch als Superfilm verkaufen. Also es geht schon, wenn man will. Ja? Die Frage lautet nur, ob Disney damit einverstanden wäre. Wir wissen auch nicht, ob Disney Lust hätte, so etwas zu machen für Erwachsene, weil die Erwachsenen sind nicht so bereit wie Jugendliche, ja? Das Geld auch rauszuhauen für irgendwas. Es geht nur ums Geld. Es geht um Geld verdienen. George Lucas hat nie 1 oder 2 Milliarden Umsatz gemacht mit seinen Filmen. Das hat er nicht hingekriegt. Ja? Und Walt Disney haut da einen Film raus, bekommt sofort 2 Milliarden. Beim zweiten Film Rogue One 1 Milliarde. Und jetzt kriegen die vielleicht nochmal 500.000, vielleicht auch viel, viel mehr durch den Verkauf der Rechte DVD und Blu-ray.
Wer weiß. Ja, also die Figuren da ist, also was Disney da anbietet an Figuren, naja, die erste Rey-Figur für 175 Euro, die jetzt 1.000 Euro schon wert ist oder 2.000 Euro, ist klar, es gab ja nur wenig Stückzahl von Rey. Hätte man das eher gewusst. Aber die wäre dann auch nicht mehr hier, ist klar, dann hätte man mir die hier auch schon weggekauft. Ja, also wie gesagt, wir haben hier noch 30 Jahre, wie wir 30 Jahre Star Wars gefeiert haben, Figuren da. Wir haben seltene Figuren da, die es nur 1.000 Mal gibt. Aber dennoch, die Preise sind halt gefallen. Und nur für einen Sammler sind die irgendwie, der so wirklich sammelt und auch wirklich in einem Sammelkreis ist, wo er auch weiß, dass er seine Wertanlage auch wieder zurückkriegt. Weil viele merken, dass es doch keine Wertanlage mehr ist, Star Wars. Und somit gehen dann diese Sachen doch mit wenig Geld über die Ladentheke oder privatisiert über eBay. Einfach mal gucken. Die Preise sind niedrig, nur diverse Sachen sind hoch, künstlich hoch. Die merken aber, dass sie es nicht losbekommen, dass sie es nicht verkaufen können. Schon gehen die Preise gewaltig runter. Es kann ja nicht sein, dass ein Teil von 579 Euro plötzlich nur noch 125 Euro kostet. Ist klar, das holt man sich sofort. Ja, es hat den Falken, der kam 269, der kostet jetzt 39,95 bei Real. Also ist klar, dass man sich das dann kauft. Ja, ja. Also wie gesagt, 3-4 Hype-Figuren kann man immer verkaufen. Das ist der Yoda, Darth Vader, hin und wieder auch mal Luke, Prinzessin, Leia. Okay, also wie gesagt, nur an die Erwachsenen. Und dann auch in einer gewissen Größe. Ne? Meistens auch nur zu Ostern. Oder zu Weihnachten. Und wenn mal ein paar Jugendliche reinkommen, boah, boah, boah. Und dann war es das auch schon. Wie gesagt, real betrachtet ist es ein Krieg. Es bleibt ein Krieg. Es ist eine Verherrlichung von Krieg. Mord, Totschlag. Ob nun Laserschuss oder Pistolenschuss, beides ist ein Schuss. Und irgendwo fällt einer um. Ob das die ganzen Jedi sind, die da andere verbröseln, zerbröseln oder auseinandernehmen. Ob nun witzig wie Roger, Roger, oh, oh, bum, bum. Ja, mag ja alles sein. Aber naja. So, das war heute mal wieder ein Stückchen aus Star Wars. Ich freue mich schon auf die Celebration. Ich werde mich Ostern zurücklehnen und auf großer Leinwand streamen und mir das anschauen. Ich werde auch viel posten und ich hoffe, dass einige mitmachen und einige auf der Seite sind, da auch posten und auch Spaß haben. Ja, mal schauen. So, jetzt gehe ich mal ins Netz und frag mal einige an, wie es denen so geht, wie die da so zu Star Wars stehen. Einige sind ja nun mal Cosplayer, einige habe ich ja vorgestellt, mit einigen habe ich ja zusammengearbeitet. Und mittlerweile ist Ruhe. Es ist richtig Ruhe. Star Wars Ruhe. Ja? So ist ja nun mal mit Krieg der Sterne und so weiter. So, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und es freut mich, wenn 1, 2, 3 zuschauen. Bye.